Hallo, meine lieben Kartenfreunde. Schön, dass du eingeschaltet hast und zu mir gefunden hast. Ich freue mich sehr und riesig, wieder da zu sein. Meine Stimme ist noch nicht ganz hundertprozentig, aber ihr werdet es mir nachsehen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier für eine Legung machen soll. Ich habe einfach mal in die Karten gegriffen und habe willkürlich einfach mal rausgegriffen, was sich gerade stimmig angefühlt hat. Und ich bin gespannt drauf. Ich werde einfach mal loslegen. So, natürlich dürfen die Charms nicht fehlen. Und deswegen sind die mit dabei. Wir haben eine Biene, fleißiges Bienchen. Etwas darf geerntet werden. Einen Anker, es wird sich festigen. Die Berge und der Mond, das heißt, es wird sich klären, es kommt Klarheit rein, vielleicht übers Internet. Wir haben die Rosen, wir haben das Schiff mit Sterne, eine Ballerina, die einen Spagat reißt und aha, Pinsel und Farbpalette. Tja, ich bin gespannt. So, die neuen Karten sind eingezogen. Das sind verborgene, verbotene. Verborgene, weil sie hat auch verborgene Karten gemacht, ja. Hier ist es die verbotenen Geständnisse, ja. Und das ist Sunny Love, die hat auch einen Kanal auf YouTube, so viel ich weiß. Ist eine ganz herzliche Person und ja, die Karten werde ich jetzt mal einweihen. Ja. Wunderschön mit Glitzy, ja, ganz viel Glitzy. Und dementsprechend ziehen wir hier mal oder ja, schauen wir mal, was hier rausfällt, um was es geht. Und dann nehme ich das normale Tarot. So. Ja, ich hoffe, du befindest dich bei bester Gesundheit und du lässt es dir so richtig gut gehen, ja? Ja, was sind denn das für Geständnisse hier? Was darfst du jetzt wissen? Was soll jetzt zu dir finden? Was darf es denn sein? Was darfst du wissen? Okay, es sind zwei Karten. Nummer eins, Freundschaft. Ich habe dir falsche Hoffnung gemacht. Na, was ist das für ein Knilchen? Freundschaft plus, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese. Geduld, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch brauche. Ach. Dann lässt er dich auch nur in Wartemodus oder was? Was ist das für einer? Also ich mag ihn schon mal nicht. So, damit du es weißt. Wir werden keine Freunde. Nein. So, ich habe neue Karten bekommen. Schaut euch das mal an. Ich teile das mit euch. Die haben so eine Reflexion. Sind auch ganz flutschig, die Dinger. Ganz. Ganz schlüpfrige Karten. Moment, da ist das Büchlein dabei. Ist auch eine ganz schöne Verpackung hier. Und die sehen so aus. Ne? Die tun hier so reflektieren. Also dementsprechend wunderschöne Karten. Genau, damit lege ich jetzt mal. Mal gucken, was das für ein Herr hier ist und was ich dir hier mitteilen darf. Seine Gedankenebene. Wir haben hier die Liebenden. Okay. Tjo, eine Entscheidung aus dem Herzen. Oha. Ja, fünf der Münzen. Hier sieht es aus, als wärst du aus dieser Situation gegangen. Ja, und der Herr bleibt hier. Ach, ganz innerlich arm zurück. Was natürlich im Außen dargestellt ist, ja, die Tür ist da zu, du lässt da nicht rein, du gehst da deines Weges. Mir kommt hier Robert Betz rein. Und zwar, wenn, wie war das Moment? Wenn der eine dem anderen in die Tasche greift und dem anderen in die eine Tasche greift, also sich gegenseitig in die Tasche greifen und beide, ja, haben eine Bettlerenergie und haben da nur Erwartungen, dann, ja, beide leeren Händen, gell? Ach, der Stäbe. Dementsprechend habt ihr schon, ihr kennt euch schon länger, gell? Ihr kennt euch schon länger. Ja. Ihr habt schon viel miteinander interagiert, schon viele Gespräche geführt. Hier kommt
ein Angebot auf dich zu von einem Ritter der Kelche. Ein Rat des Schicksals. Ah, Gott sei Dank nicht der Turm. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn der Rat des Schicksals fällt und dann noch der Turm. Das ist dann für mich, die Todeskarte ist für mich nie so. Weißt du, die Todeskarte ist ja, da stirbt ein Ego oder da kommt etwas in Abschluss. Ja, das ist für mich nicht so wild, aber ja, das Rad des Schicksals und dann noch der Turm, das ist für mich so die kosmische Abrissbirne. Das ist dann so ein richtig Eieiei. Aber hier mit Rad des Schicksals ist es so, dass du dich entscheiden darfst, in welcher Ebene du da dich darauf einlässt. Weil hier erscheint der Herrscher. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du hier, du schielst da so ein bisschen drauf auf den Kelch und auf das Rad des Schicksals und sagst hier, okay, ich bin hier der Herrscher. Ich habe hier die vollkommene Kontrolle und die Energie, dass ich mir mein Reich so bestellt habe, wie ich mir das wünsche. Und dementsprechend, du hast die Struktur, du hast die Macht, du gehst alles mit Logik an, ja. Und auch deine Emotionen kannst du wirklich gut für dich behalten. Du bist da echt sehr gut darin. Was wiederum dazu führt, dass dein Gegenüber manchmal, aber nur manchmal, das Gefühl hat, du bist unantastbar, unnahbar. Der Ritter der Kelche hier, der ist so, irgendwie macht ihn das ganz wuschig. Ja, dadurch, dass du da in deinem Thron sitzt und da fest in deinem, ja, und auch wirklich, du bist ja hier gepanzert, ja, und auch hier quasi, ja, mit allem Wassern gewaschen, was du da schon in der Vergangenheit durch hast, hältst du es in der Hand, ja, so als kleines Schwert sehe ich das dann manchmal. Und hier bist du gepanzert, du lässt dich nicht auf irgendwelche, du begibst dich nicht auf Terrain, wo du dir nicht sicher bist. Dann bleibst du lieber da, wo du bist, weil du hast ja dein Leben, ein erfülltes Leben und die Kontrolle darin und alles, was von außen kommt, ist erstmal ein Störfaktor, weil du bist da so in deinen Hobbys, dein Machen, dein Tun, ja, bewältigst deine Aufgaben täglich und machst auch Zukunftspläne, auch wenn diese ein bisschen langwierig sind, ja. Und du lässt es dir auch selber sehr gut gehen, ja. Du weißt, wie du dich verwöhnst, wie du es dir gut gehen lässt. Und ja, die Nachricht, wo hier reinkommt, hier werden Nachrichten ausgetauscht und kann in Form von heutige Zeit vom Handy aus sein, ja, Internet und so weiter. Also in der Hinsicht. Es kann aber auch sein, das kriege ich auch rein, dass dieser Mensch gar nicht groß viel von dir mitkriegt und jetzt auch überlegt, mit welchem Kelch der da antraben kann, ja, um da, wie soll ich das ausdrücken, um da ja seine romantischen Gefühle bezüglich dir, die Träume, die Wünsche, die Wunschvorstellung, ja, dieses leicht verliebt sein in diese Liebe, ja, mit dir, wie er dir das rüberbringen kann. Du, mit Federmünzen, du hältst an deinem alten Fest, du. Also da was reinzugeben, ja, hier, also der überlegt wirklich, der Ritter der Kelche hier, wie kann er's am besten hindrehen, dass daran gearbeitet wird, dass du da wirklich von deinen alten Mustern, von deinem alten Ding, dass du da so ein bisschen abrückst vor der Maskerade, wo du trägst. Der versucht dich da ein bisschen aus der Reserve zu locken. Du als der Herrscher, du bist alle Könige, Königin vereint quasi, ja, und lässt dir es gut gehen in deinem Leben und dieser Gegenüber fühlt sich da als, ja, der kann dir nicht das Wasser reichen, so fühlt er sich gerade. Also, und irgendwie habt ihr keinen Kontakt oder hattet eine Pause, was wiederum dazu führte, dass dieser Mensch sich arm fühlt.
Ja. Vielleicht habt ihr hier wirklich so dieses, also ich krieg Gänsehaut, wenn ich das lese, Freundschaft plus. Also erstens, Männer können mit Frauen, ja gut, Männer, Frauen können befreundet sein, ja, aber einer will immer mehr. Außer die Person ist schon in besten Händen und vergeben und am besten noch von einem anderen Ufer, weil ja, dann ist Freundschaft, weil alles andere muss ja Grenzen bewahrt werden, gewahrt werden. Und ja, ich sag's mal so, der eine will immer mehr als der andere dann, irgendwann zwangsweise, weil männlich-weiblich ist halt so. Ja, so sehe ich das. Muss nicht jeder mit Komfort gehen, aber ja. Und wenn ich dann lese Freundschaft plus, das ist jedes Mal, wenn du mit jemandem intim bist, ja, also mit einem, wenn du eine Frau bist, nimmst du diesen Menschen ja in dir auf, ja. Und der Gegenüber, der versenkt sich ja quasi dann. Das ist die geballteste Ladung Energie, die zwei Menschen miteinander austauschen können. Und jedes Mal lässt du ein Stück deiner Seele da. Ja, das ist, ja. Das war es jetzt von mir, da sage ich jetzt nicht mehr dazu, ja. Soll jeder machen, was er will. Hauptsache, ich muss nicht. Mir wäre das zu anstrengend. Das ist, ja, du sagst hier, lieber lebe ich allein und mit mir und im Gleichklang und arbeite an meinem Ding, ja. So, es kann sein, dass dein Gegenüber versucht, über dritte Person oder vierte Person in Erfahrung zu bringen, wie geht's dir gerade, was machst du gerade, was tust du gerade, und kann man da einen Fuß in die Tür kriegen? Und am besten noch wie, ja. Also das kann sein, dass da welche vorgeschickt werden, ja, so Erkundler, Kundschafter. Früher hieß das so, Kundschafter, gell? Ja, es ist die Frage aller Fragen. Ich möchte es jetzt wissen. Was will denn dein Gegenüber von dir? Was will denn der Knilch? Was will der denn? Der romantische, angehauchte Ritter hier. Krieg hier den Film rein, Ritter aus Leidenschaft mit, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber hier mit dem Magier, ja, auf diese Frage hin, was der denn von dir will. Er will zum Magier werden. Ja, charakterlich, er hat alle Ressourcen bei sich vor sich liegen und er versucht jetzt herauszufinden, was muss ich tun, damit ich da einen Fuß in ihre oder in seine Welt reinkriege, zum Herrscher hin, ne? Zum, bist ja in der männlichen Energie hier, ja, du machst dein Ding, aber lässt gerade keinen an dich ran oder in dein Leben. Und der möchte hier zum Magier werden, weil er einfach herausfinden will, wie es am besten ist, dass man A, vielleicht dieses Freundschafts-Plus-Kiste nochmal beleben kann, wenn ihr das nicht mehr habt, ja. Hier, die Stärke, ja, also das ist schon. Ach, ich weiß nicht, was du mit dem Kerl gemacht hast oder mit der Dame, aber fühlt sich sehr stark zu dir hingezogen. Du hast halt, ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn im Kopf bei deinem Gegenüber? Was geht da ab? Ja. Bei deinem Gegenüber geht Folgendes ab. Du hast so eine starke Ausstrahlung hier mit ja, der Stärke und du hast da in der Vergangenheit viel reingegeben. Vielleicht habt ihr auch viel Zeit miteinander verbracht. Ich leg das mal hier hin, dann blendet das nicht so. Genau. Hier, die Herrscherin. Das ist in seinem Kopf und in seinem Herzen. Das ist auch noch hier so gespiegelt mit dem Herz hier drauf. Du hast anscheinend gerade nicht viel im Internet von dir preisgegeben oder gibst gerade nicht viel von dir preis, weil dieser Herr versuchte, da etwas herauszufinden. Kann auch sein, dass der sich, vielleicht wenn du Single bist schon lange, ja, als Herrscher, kann das gut sein, dass du da alleine auf deinen Thron schon lange nichts mehr an dich rangelassen hast, weil du einfach sagst, die Energie spare ich mir für mein Vorankommen und wenn es irgendwann mal meinen Weg kreuzt, dann schaue ich es mir an, ob das Potenzial hat und ich es an meine Seite wähle. Ja. Und dementsprechend kann sein, dass dieser Gegenüber hier, der ja schon Gefühlsregungen hat, im Internet
Vielleicht sich auch irgendwelche Portale oder, wie sagt man dazu, Dating-Portale, genau, da angemeldet hatte und da nach dir schaut, ja. Also nur angemeldet ist, um nichts zu tun, sondern nur um zu schauen, ob du da aktiv bist oder nicht, weil anscheinend kann der Herr hier mit dir nicht so kommunizieren, weil du gibst es nicht preis, ja. Du bist in der Herrscherin-Energie, im Herrschermodus. Er findet aber, dass ihr ein tolles Paar wärt. Kann sein, dass in der Vergangenheit er das nicht so gesehen hat, ja, dass du vielleicht da mehr wolltest, eben was Starkes, was Kräftiges, was vom Bestand haben wolltest hier mit Federmünzen und der dir es nicht geben konnte und du dann einfach gegangen bist und gesagt hast, okay, dann halte ich an meinem fest, ich ändere mein Leben erst oder beziehungsweise lass jemand in mein Leben, wenn es passend ist. Ja. Herrscher und Herrscherinnen können auch ein Ehepaar darstellen, das heißt, kann auch sein, dass du schon verheiratet bist mit diesen Menschen, dann ist hier eine andere Situation. Dann ist das so, dass ja, vielleicht eine Flaute war oder auch so ein Hin und Her on-off und ein ständiges Hickhack und viel Streitereien und das möchte dieser Gegenüber klären, möchte in die Stabilität gehen und sagen, okay, komm. Wir haben schlimme Zeiten hinter uns. Das Schicksal hat uns schon manchmal nicht gerade war nicht rosig gewogen. Aber jetzt schauen wir uns das gemeinsam an und wenn es sein muss, holen wir uns auch Hilfe von außen. Ja, das kann hier auch liegen. So oder so, dieser Ritter der Kelche möchte hier eben wieder einen Fuß in die Tür kriegen, weil er ist davon felsenfest überzeugt, dass er ein tolles Paar wird. Du schaust hier geradeaus in deine Zukunft, ja. Wenn er das ist, also jetzt andersrum gemünzt, ja, dann schaut er hier schon so auf dich und eben, wie man hier das so hinkriegt, ja. Welches Angebot? Ja, was sollst du dann tun? Ah, hier, zwei der Münzen. Oh. Du machst erstmal deinen Job, kümmerst dich um deine Familie, deinen Job. Und was habe ich vorhin gesagt hier? Hier kommt der Turm. Da fliegt die Krone vom Türmchen. Also entweder von dir oder von deinem Gegenüber oder vielleicht auch beide. Hier sind beide dargestellt. Ja, hat die Krone vom Köpfchen gehauen. Ja. Ihr seid beide stur. Das kriege ich hier rein. Beide habt ihr euer Leben, euer Ding, euer Zentrum und macht euer Ding. Und irgendwie habe ich hier auch so einen Machtkampf, ja, so nach dem Motto, wer ignoriert wen am besten? Und ich tue ganz bestimmt nichts, weil der tut ja auch nichts. Und nee, soll er doch, soll sie doch. Ach ja, hier erklärt den Spagat, okay. Jo, und trotzdem zieht's euch zueinander hin, gell? Aber mit einer Freundschaftskiste oder besser gesagt mit dem schlimmen Plus hinten dran, ist ja schauderhaft, kriege ich Gänsehaut. Also das fliegt einem um die Ohren oder ist schon einem um die Ohren geflogen, ja, dass ihr vielleicht da in der Vergangenheit Liebe miteinander gemacht habt und so, wir sind nur Freunde, ne? Und alle um euch herum, ja, hier grinsen und sagen, ja, nur Freunde. Von wegen. Die haben es schon gesehen, ne? Sieht ein Binder mit einem Krückstock so nach dem Motto. Aber hier werden, ja, natürlich mit Dach der Stäbe, kommt hier Kommunikation rein. Und hier, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch brauche. Ist halt die Frage, wie viel Zeit willst du dann da reingeben? Weil du bist am Balancieren von deinem Leben, deinem Job, deiner Familie, die Balance. Ja, die neue Situation, was von dir abverlangt wird, frisst ja schon Energie. Und hier mit dem Turm, das ist halt wirklich, ja, die kosmische Abrissbirne, gell? Also in der Hinsicht bei deinem Gegenüber schwirrt's im Köpfchen hier, schwingt's herum, wie hier bei der Kraft, bei der Stärke. Ja, das ist so rund dargestellt und auch der Stern in der Mitte. Es ist halt wirklich die Frage, wie kriege ich es am besten hin, dass die Situation sich zum Guten wendet? Ja, also das hat keine bösen Absichten hier. Wie sollst du denn reagieren? Was ist denn am besten? Was sagen die Karten noch?
Naja, das würde ich auch sagen. Und zwar, wenn es dich enttäuscht, wenn es dir nicht gut tut, ja, mit 5 der Kelche hast du hier schon wirklich sehr viel in der Vergangenheit zurücklassen müssen, verarbeiten müssen, viel bereut, Enttäuschung, ja, und ja, konntest vielleicht auch vieles nicht loslassen und steckt es da im Kummer fest. Jetzt kommt eine neue Energie mit 9 der Münzen. Du kommst in deine Stabilität, ja, und du, jetzt weiß ich es wieder hier mit dem Vogel in der Hand, ja, es werden Nachrichten kommen, die werden dich weiterbringen. Hier ist alles in Fülle und auch, die kannst du alles ernten dann, ja, also es wird dir gut gehen. Ein Ende von der Täuschung ist immer gut. Auch wenn es im ersten Moment schmerzhaft ist mit dem Turm hier und mit der kosmischen Abrissbirne, mit dem Rad des Schicksals, ja. Klar, die Veränderung tut weh, aber nichtsdestotrotz, du wirst hier in deine Selbstliebe, Selbstwert kommen und dein Strahlen und das wird wiederum anziehend wirken, ja. Also du wirst kein Frack sein oder kein, wirst dich nicht hängen lassen, nur weil ein potenzieller Partner oder ehemaliger Partner wegbricht, ja, weil dein Leben die Sahnetorte dennoch schmeckt. Und das ist ja nur Beilage, ja, das ist ja nur Zugabe. So, was hat denn der dann vor? Jo, beobachten mit dem Page der Schwerter, der beobachtet. Hier so ein kleiner Stalker, ja. Und dann will er hier den Ritter der Stäbe machen. Also er bleibt ritterlich unterwegs, ja. Der Ritter aus Leidenschaft, würde ich jetzt hier sagen, weil der ist ja schon sehr brennend und heiß und sehr schnell unterwegs. Und dementsprechend ist er in Eroberungslaune und wird sich da durchringen, wird mutig sein, ja, passioniert und vielleicht auch ein bisschen unberechenbar. Also abenteuerlustige Menschen, ist so eine Sache, gell, wenn das Feuer mal ausbricht. Vielleicht schlägt er dir auch eine Reise vor, ich weiß es ja nicht. Ja, aber erstmal gehst du in die Beobachtungshaltung, so wie ich das hier sehe, und bleibst dann in deinem Wert. Ich habe hier noch so kleine Karten, ich weiß gar nicht, welche, wie die da wie, aber ich soll da welche ziehen oder besser gesagt schauen. Okay, ja. Es ist wirklich. Ja, das nächste Level, Level 100. Für dich ist es wichtig, dass du wählst, ja, für dich. Und es wird wirklich eine Nachricht auf dich zukommen. Es wird sein, dass du bis dahin deinen Wunsch, wo du hegst, erfüllt haben wirst. Ja, und dann nochmal, ob du da 100% einsteigst, das bleibt dir überlassen, ja. Ich sage immer nur, was hier liegt. Hier Salzsteinlampe, ja, Himalaya-Salzlampe. Könnte dir helfen in deinem Schlafzimmer, so wie ich hier sehe. Nimm ein warmes Bad, ja, ein Salzbad, entgifte und ruh dich aus und lass es dir gut gehen hier mit den Kerzen, ja. Es wird ein Licht aufgehen, sozusagen. Ich ziehe noch zwei Orakelkarten für dich. Die als erstes. Mal sehen, was die noch so zum Abschluss sagen haben. Ja, wie viel Zeit willst du da reingeben und wie viel Energie? Wenn du da schon drin steckst, ist die Frage, steigst du da dann aus? Ja, hier ja angezeigt. Oder eben, wenn du da außen vor bist und da nichts derartiges war, dann ist es so, dass du hier überlegst, ob du da vielleicht ja, eine Freundschaftskiste in eine Pluskiste verwandelst, überleg es dir gut. Überleg es dir gut, weil die Herrscherin oder der Herrscher ist ja auch unabhängig, ist nicht für solche Energien geschaffen. Die geben sich nicht mit solchen Techtelmechtels ab. Die wissen, dass es ihnen nicht gut tut und nicht in ihrer Welt reinpasst. Ja, die wollen Festes mit Bestand. Der Baum der Wünsche ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Das kriege ich hier rein mit der Wunscherfüllung, ja, an der Laterne. Du wirst den klaren Blick, den Weitblick haben. Es kommt in naher Zukunft. Was ist für dich wichtig? Ich ziehe dir eine Seelenbotschaft.
Ja, interessante Legung hier, welche Energien hier auftauchen. Ja, die Liebe verlangt eine Entscheidung, klarer Fall. Und in dem Fall, wenn man von Anfang bis Ende geht, entscheidest du dich für dich erstmal und wartest und sagst, wenn das Richtige kommt, das Passende zu mir soll, dann wird es zu mir finden, muss ich gar nichts tun. Und was nicht, das ist eh nicht meins. Ach, je. Ja, deine Zukunft liegt nicht in der Vergangenheit, gell? Und ja, und energetisch aussaugen, das geht hier gar nicht, ne? Das ist ja, das muss nicht sein. So, die Botschaft lässt auf sich warten. Ich ziehe jetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, ich ziehe. Okay. Geheimnisse. Was hast du tief in dir vergraben? Und worüber möchtest du nicht sprechen? Welche Tür ist in dir ist verschlossen? Schau hin, du bist in Sicherheit. Ja. Machst du da den Riegel auf zu Plus oder nicht? Ja? Wenn es so eine Sache ist, kann ich dir ja wirklich nur raten, bleib dir selber treu. Und wenn es nicht deinen Energien entspricht, da die Matratze zu polieren, zu vergolden für ein, zwei Momente. Ich verstehe nicht, warum das immer heißt, schöne Stunden zu zweit, ja, oder Stunden. Also, ich weiß nicht, Stunden. Sollte man dazu nicht sagen, ja, gewisse Minuten zusammen? Entschuldigung, den musste ich jetzt reingeben, weil hier mit der Nachttischlampe. Nicht, was du gerade verstanden hast, gell? Hier mit dem Himalaya-Salzlampe. Also, überlegst dir gut, ja, ob du dich auf dieses Terrain begeben möchtest oder ja, vielleicht sagst du ja, vielleicht nehme ich mir auch nur einmal so ein Liebhaber, ja, und ach, guck an, ist die 24 abgebildet bei diesem Baum. Das ist im Lenormand, es ist das Herz, ja. Ja, machst du die Tür auf und tust du das oder tust du es nicht? Ja, oder beobachtest du weiterhin? Es bleibt dir überlassen. In dem Sinne, ich tue niemandem etwas anraten oder zuraten. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was einem gut tut, was zu einem gehört, was zu einem passt und was nicht. Und dementsprechend, ja, Hauptsache ich muss nicht. Das ist immer so bei mir so ein Auslöser. Ja, es stellt sich halt bei dir nur die Frage, ja, was soll's sein? Bist du glücklich oder nicht? Und wenn nicht, dann kannst du es ja ändern. Und dann ist halt die Frage, willst du einen Spagat machen oder nicht? Du kannst dir deine Welt bunt malen oder auch nicht. Ja, schwarz-weiß denken. Ich bin halt so. Ja, ich bin da ganz trocken, ganz eisen. Ich bin da, ja, ich bin da eher Königin der Schwerter. Also, da, nee, nee. Wie habe ich es in der Legung gesagt? Für das bisschen Gehopse ist mir der Stress nicht wert. Ja, also sowas würde jetzt von mir kommen, aber das muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall, tu dir was Gutes und wenn Nachrichten reinkommen, ja, schau, ob du den Riegel öffnest oder nicht. Ja. In diesem Sinne, ich lasse es jetzt mal so stehen und wünsche dir von Herzen das Allerbeste. Es kommen weitere Legungen rein und freue mich schon drauf. Danke, kommentieren, abonnieren und liken. Lass es dir gut gehen, mach's gut und wenn du willst, hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Bis bald.